Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich leckere Kekse, passend zu Weihnachten, aber die sind ganz speziell, denn man muss sie nicht backen. Also No-Bake-Schokokekse gibt es heute. Total einfach, kinderleicht gemacht, super schnell gemacht und die schmecken richtig lecker cremig. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für diese No-Bake-Schokokekse braucht ihr nur wenige Zutaten und wie immer auch gesündere Zutaten. Ich benutze weniger Zucker, diese Kekse könnt ihr auch glutenfrei gestalten und sie sind auch vegan. Also für alle diejenigen, die irgendwelche Allergien oder so haben, da sind die super gut geeignet. So, und die erste Zutat, die ihr braucht, ist Kokosmilch und da nehmt ihr am besten eine Vollfett-Kokosmilchdose. Das bedeutet, diese hier hat jetzt ungefähr 90% Kokosextrakt. Das heißt, dass dann viel Kokoscreme drin ist und wenig Wasser. Und diese müsst ihr über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann teilen sich die zwei Komponenten. Und hier oben, wie man sehen kann, habt ihr jetzt die feste Kokoscreme und diese brauchen wir jetzt für unser Rezept. So, und die Kokoscreme, die schöpfe ich jetzt vorsichtig ab und dann kommt die in meinen Topf hinein und das Kokoswasser, das hebe ich auf und zwar im Kühlschrank in einem sauberen Gefäß und dann kann ich das weiterverwenden, zum Beispiel für Smoothies. Jetzt geht es weiter mit den anderen Zutaten und zwar gebe ich jetzt ein bisschen Süße hinzu. Ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker, ungefähr 2 Esslöffel. Da könnt ihr natürlich abschmecken, so süß wie ihr es haben möchtet oder weniger süß oder ganz weglassen. Oder natürlich auch andere Süßungsmittel verwenden, zum Beispiel Ahornsirup, Xylit oder Reissirup. Also da könnt ihr wirklich Verschiedenes ausprobieren, was ihr gerne habt oder auch zu Hause habt. Für die Schokokekse brauche ich natürlich Kakaopulver, das ist jetzt ganz normaler Backkakao ohne Zucker und davon gebe ich ungefähr 1 bis 2 Löffel hinzu. Da schaut ihr dann einfach, wie schokoladig ihr das Ganze haben möchtet. Um die Süße ein bisschen hervorzuheben, kommt noch eine Prise Salz hinzu. Dann gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne hinzu für einen leckeren, mandeligen Geschmack. Wer möchte, kann natürlich auch Vanille benutzen oder andere Gewürze, die jetzt auch zum Beispiel gut zu Weihnachten passen würden. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Nussmus dazu, dann wird es nämlich schön cremig, schmeckt leicht nussig und ist natürlich auch super gesund. Das ist jetzt zum Beispiel Mandelmus, davon kommt ein Esslöffel ungefähr rein und ihr könnt natürlich zum Beispiel auch Cashewmus verwenden oder Erdnussmus, was ihr da gerne habt. Das habe ich jetzt zum Beispiel selbst gemacht und wie das funktioniert, da habe ich auch bereits ein Video davon gemacht und das verlinke ich euch dann einfach in der Infobox. Jetzt wird das Ganze kurz erhitzt und zum Kochen gebracht, damit sich das Ganze schön verbinden kann und eine einheitliche Masse ergibt. Dann könnt ihr nochmal abschmecken, ist genug Süße drin, habt ihr genug Kakao drin, schmeckt euch die Grundmasse und dann geht es weiter mit den weiteren Zutaten. Wenn die Masse dann schön einheitlich ist, dann geht es weiter, dann gebe ich die Haferflocken hinzu. Hier habe ich eine Mischung von groben Haferflocken und feinen Haferflocken. Und dann gebe ich noch ein bisschen Kokosraspeln hinzu, denn das liebe ich. Wer das nicht so gerne hat, kann das natürlich auch weglassen. Einfach mehr Haferflocken verwenden oder zum Beispiel auch gemahlene Nüsse verwenden. Das Ganze wird jetzt gut miteinander vermengt. Den Herd könnt ihr schon ausschalten, dann dickt das Ganze von alleine dann an. Und in der Zwischenzeit mache ich mir schon mal ein Backblech mit Backpapier parat, damit ich dann jetzt die schönen Kekse formen kann. Und so ist unsere Keksmasse schon fertig. Jetzt nehmt ihr euch einfach 2 Löffel und daraus könnt ihr schöne Kekshäufchen bilden und die dann ein bisschen mit der Hand flach drücken und so schönen Keksen formen, so groß oder so klein, wie ihr sie haben möchtet. So, und schon sind meine Kekse fertig und ich muss sie nicht mehr backen. Das finde ich richtig genial. Es ist mal ganz was anderes, richtig schnell und sie erinnern mich an Oma, denn meine Oma hat früher auch solche Haferflockenkekse gemacht. Vielleicht nicht ganz so eine gesunde Variante, aber die haben mir schon als Kind sehr gut geschmeckt und deshalb habe ich gedacht, da muss ich jetzt was Ähnliches gestalten und ein bisschen gesünder. Das Ganze, das lässt ihr jetzt dann auskühlen, am besten bei Zimmertemperatur und dann im Kühlschrank oder dann auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse, wenn es ja schließlich eh kalt genug ist. Und dann könnt ihr sie auch schon vernaschen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr habt jetzt Lust, diese No-Bake-Kekse auszuprobieren. Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht so viel sagen. Ich würde sie persönlich im Kühlschrank aufbewahren und maximal ungefähr eine Woche, weil sie ja eben feuchte Kekse sind. Nicht, dass da irgendwie diese Schimmel fangen, falls ihr den solch einer Keksdose aufbewahren solltet und dann noch bei Zimmertemperatur. Deshalb lieber im Kühlschrank. Was ihr auch machen könnt, einfrieren.
einfach in einem Tiefkühlbeutel oder in einer Tiefkühlbox und dann hält sich das natürlich viel, viel länger und einfach nach Bedarf bei Zimmertemperatur auftauen. Ja, also ich freue mich jetzt schon, hier meine Kekse zu probieren bzw. zu essen und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt mir doch gerne einen Kommentar hier auf YouTube oder auf meinem Blog freujannik.com. Dort findet ihr auch wie immer alle Mengenangaben und wenn ihr sie nachmacht, dann freue ich mich natürlich immer riesig über die Fotos von euch, die ihr mir immer fleißig auf Instagram schickt und da am besten immer @freujannik oder den Hashtag freujannik benutzen, dass ich sie auch wirklich sehen kann. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Spaß. Ich gehe jetzt essen und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Freujannik.